Hallo ihr Lieben, es ist Zeit für den täglichen, für das tägliche Adventskalendertürchen. Das Praktische ist ja, dass ihr entscheidet, wann Zeit dafür ist, also sobald ich geliefert habe, was jetzt der Fall ist. Heute möchte ich euch nochmal mit auf den Jakobsweg nehmen. Da gibt es ja so ganz spezielle Herausforderungen, die man eben nur auf dem Jakobsweg oder nur beim Wandern von bestimmten Touren hat. Was viele nicht bedenken ist, dass bei einer Wanderung von Aula von Ost nach West, wie ich sie da eben gemacht habe, größtenteils, die Nordseite, sprich die rechte Seite, überhaupt nicht braun wird, sondern nur die linke. Ich habe original überlegt, ab und zu rückwärts zu laufen, damit ich gleichmäßig bräune. Habe das dann gelassen, aber eitle Kuh, die ich bin, bin ich tatsächlich auch bei Temperaturen für 25 Grad mit der gesamten Hose quasi unabgesippt, also immer mit der langen Hose gelaufen, damit es nicht so hässliche braune Blockstreifen gibt. Denn ich konnte ja nicht barfuß laufen und so ein Bein soll ja dann bitte auch gleichmäßig sein, ne? Also das zu den wirklichen Problemen, beziehungsweise ein weiteres wirkliches Problem kommt noch. Beim Wandern sind natürlich auch die Füße ein Thema. Und man kann sich das so vorstellen, jeden Abend in der Herberge werden erstmal die Schuhe, oder was heißt Abend, die meisten kommen schon nachmittags irgendwo an, damit sie auch ein Bett kriegen, die Schuhe in die Ecke oder auf die Wiese gepfeffert, die Socken gewaschen, irgendwo in die Sonne gehängt, damit sie auch am nächsten Tag trocken sind. Wobei eine Philosophie ist, die Socken eben nicht zu waschen, sondern sie mit dem Wanderschweiß so schön durchsuppen und steif werden zu lassen und so Blasen zu vermeiden. Eine Theorie, der ich nicht gefolgt bin. Und dann wird halt geschaut, was ist quasi zu verbinden, was ist aufgegangen und überhaupt die Frage, wie soll man Blasen behandeln und wer soll sie behandeln? Ich war einmal in einer Herberge, in der der Mensch darauf schwor, die Füße in eiskaltes Salzwasser zu packen. Und er hat dann wirklich für alle Pilger, die ankamen, eine riesige Schale vorbereitet oder einen Eimer. Wir saßen dann alle im Innenhof. Und dann hat er da Eiswürfel reingeschmissen. Und ich meine, Frauen und Eis an den Füßen. Ne? Ich muss nicht mehr sagen, es war wirklich ein Albtraum. Und ich glaube auch nicht, dass es besonders gut geholfen hat. Dann ist natürlich die Frage, ob so eine Blase einfach geschlossen bleiben soll oder ob man sie aufstechen soll, damit das Wundwasser rauskommt, was man tun soll, damit es beim Aufstechen keine Entzündung gibt, ob mit Faden durch und der quasi das Wundwasser dann aufsaugt oder nicht oder ausdrücken. Also ganz spannend, Philosophien ohne Ende jeden Abend in den Herbergen. Hier behandle ich gerade eine Bekannte, so ganz wundervoll. Ich zeige euch das. Ach, ihr könnt das ab. Ihr seid Motorradfahrer. Guckt mal. Wundervoll, ne? So, ich sag euch, das war ein Freundschaftsdienst. Wobei der allergrößte Freundschaftsdienst gewesen wäre, wenn die Dame, deren Beine wir hier sehen, genau, uns mal mit ihrem Beruf beglückt hätte. Die war nämlich Masseurin. Und ihr könnt euch vorstellen, in dem Moment, wo sie das aus Versehen mal geäußert hat, hatte sie Dutzende beste Freunde und Freundinnen. Also nach so einem Tag mit schwerem Rucksack und vielleicht zu kleinen Schuhen oder einfach zu warm und schwitzigen Füßen und Blasen und so. Da zu wissen, da ist jemand, der weiß, wie man gut massiert und der tut es nicht. Das war schon hart. Ihr Freund hat dann immer ganz selig gegrinst, weil er natürlich in den Genuss ihrer Wunderhände kam, aber wir hatten Pech. Egal. Eine letzte kleine Anekdote noch. Dieses Bild wurde aufgenommen in Gragnon, ein ganz kleiner Ort. In Gragnon ist die Pilgerherberge in einer Kirche. Total urig. Wenn man die Wäsche gewaschen hat, geht man nach den Glockenturm nach oben und oben über der Glocke kann man dann die Wäsche aufhängen zum Trocknen.
Es gibt eine große Küche, in der dann alle zusammen kochen und einen großen Raum, in dem dann gegessen wird, ganz gemütlich. Und was ich total charmant fand, war eine Holzkiste dieser Größe. In der Geld lag, also Kleingeld und Scheine. Und im Deckel dieser Kiste stand, gib was du kannst, nimm was du brauchst. Also ganz entzückend. So. Und mit diesem wundervollen Gedanken lasse ich euch alleine. Und wer den Jakobsweg mal gehen möchte und da irgendwie Fragen hat, hier, ne? Ihr wisst, wo ihr mich findet. Ich gehe jetzt mit diesem Hund raus. Der meine Hausschuhe immer noch nicht in Ruhe lässt, aber ich bin auch selber schuld. Ne? Bis morgen, da geht es nach Südafrika. Tschüss.